Silvesterwoche ist quasi jetzt auch vorbei, Neujahr ist auch rum. Diese Woche gab es bei uns vorrangig Resteessen, weil wir in der Weihnachtswoche so viel gekocht haben, so viel übrig geblieben ist, an Silvester auch, dass wir jetzt quasi die Woche fast nur Reste vernichtet haben. Aber dann ab nächste Woche, wir haben ja noch eine Woche Urlaub, geht es dafür wieder los und hoffentlich mit einigen neuen und interessanteren Gerichten. Ich hoffe, es ist trotzdem was für euch dabei, lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir haben Sonntagabend. Heute war der bewusst eingeplante Restetag. Das heißt, wir haben noch Bohnensuppe von vorgestern übrig, die wird jetzt gegessen. Da werde ich die Kartoffeln noch reinschnippeln, die von gestern übrig sind, vom Truthahn. Und die Suppe strecken. Auch die restliche Petersilie von gestern kommt da noch rein. Und ansonsten haben wir noch von vor ein paar Tagen Süßkartoffelpfanne übrig, die braten wir noch mal schnell an. Das ist das Abendessen. Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Tag. Wir haben Montag. Entschuldigung, mein Mülleimer steht vor der Nase. Und heute gibt es was Leichtes, Schnelles. Und zwar eine Suppe. Ich habe Tomaten, die sind von der Tomaten-Mozzarella-Salat übrig geblieben, die müssen weg. Kartoffeln hat man sowieso fast immer da. Das heißt, ich werde einfach wieder so eine Tomaten-Kartoffelsuppe machen mit viel schönen Kräutern rein: Majoran, Basilikum, Oregano. Schön würzen, vielleicht gebe ich noch einen Schuss Sahne dazu und das wird dann unser Abendessen heute. Hallihallo zusammen, wir haben Dienstag, genau, und ich habe jede Menge Orangenes. Obst und Gemüse, das muss weg. Ich habe hier noch eine Süßkartoffel, die war zu viel für unsere Süßkartoffelpfanne. Die hatte ich schon geschält, das heißt, sie muss dringend verarbeitet werden. Ich habe hier einen Butternut-Kürbis, da hat man außen schon die Schale eine etwas weiche Stelle. Da muss ich überhaupt gucken, ob der noch verwendbar ist. Ich habe noch einen Hokkaido, da werde ich auch einen Teil heute und einen Teil morgen verwenden. Und ich habe hier noch einen Haufen Orangen. Die gehen ja immer wieder mal schnell kaputt, vor allem die Bio-Orangen. Das heißt, bevor die beim Jordan gehen, werde ich die auch mit verwenden. Ich mache also eine orangene winterliche mit Süßkartoffel, Kürbis und Orange, ein bisschen mit Nelken, Zimt, Kardamom, so eine etwas winterliche Obst-Gemüsesuppe. Und für die Creaminess bei mir kommt natürlich so gut wie immer Sahne. So, ich hatte noch gesehen, dass ich auch noch einen Apfel habe, der schon begann schlecht zu werden. Da habe ich die guten Stellen jetzt noch weggeschnitten. Den werde ich auch mit in dieser Suppe verarbeiten. Außerdem habe ich noch eine Zwiebel dazu getan und eine Knoblauchzehe. Das Ganze jetzt schon mal vorbereitet, geschält, geschnitten und so weiter, kommt jetzt hier auf dem Blech. Ist mit Kokosöl eingestrichen und Salz und Pfeffer gewürzt. Das kommt jetzt erstmal für eine halbe Stunde in den Ofen. Und danach wird es eigentlich nur noch püriert, nachgewürzt mit den Gewürzen, die ich vorher gesagt habe. Zimt, Kardamom. Mal gucken, was ich noch so reinhaue. Das werde ich spontan entscheiden. Und dann kommt natürlich auch die Orangen, die werde ich noch ausquetschen dazu und ein bisschen Sahne. Und das wird dann die Suppe. Ja, die 30 Minuten sind um. Das Gemüse ist gar. Das kommt jetzt alles in den Mixer. Dazu der frisch gepresste Orangensaft, die Sahne. Hier sind jetzt Zimt, Ingwer, Nelken, Kardamom und Salz drin. Und Gemüsebrühe ein bisschen, ganz wenig. So, heute ist Mittwoch. Da wir ja, wie gesagt, sehr viel Fleisch in den letzten Tagen haben, gibt es noch heute was rein Vegetarisches und zwar jede Menge Gemüse. Habe ich schon mal alles gewaschen und geschnippelt. Wir haben hier Fenchel, Zucchini, Karotten, ein Rest Chinakohl, der weg muss, eine Paprika, die weg muss und hier noch ein paar Tomaten, die noch so übrig sind. Das werde ich jetzt alles einfach nur anbraten. Schön kräftig mit getrockneten Kräutern würzen. Ja, und das war's eigentlich. Gibt nur gebratenes Gemüse. Einfach, simpel, easy. Ja, spontan hatte ich mich noch entschlossen, ein rotes Pesto dazu zu geben, dass das Ganze ein bisschen saftiger ist. Donnerstag, ne? Donnerstag, ja. Donnerstagabend, Silvesterabend.
Bei uns bleibt heute die Küche quasi fast kalt, bis auf die Datteln. Es gibt ein bisschen Buffet, wir machen Brettspiele und vertreiben uns so die Zeit bis Mitternacht, da ja eh komplett Lockdown ist, wird heute auch nicht viel passieren. Ich zeige euch kurz unser Essen und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. So, wir haben einmal Kartoffel-Gurkensalat. Wir haben eine Früchtebowle mit jede Menge Früchte drin. Die Gläser dazu. Wir haben jede Menge Antipasti verschiedenster Sorten. Wir haben, wie eben schon erwähnt, unsere Datteln im Speckmantel. Da sind noch ein paar Ladungen im Kühlschrank, die wir jetzt über den ganzen Abend verteilt geben. Es gibt ein bisschen Käse und hier haben wir noch Brot mit Pepperoni und ich glaube auch Oliven drin, bin ich ganz sicher, und Butter dazu. Und wenn die snacken wollen, stehen dann noch ein paar Gummibärchen oder das Lebkuchenhaus. Das wird jetzt auch am Wochenende wahrscheinlich eingebrochen. Das ist unser Abendessen. Und hier wird kräftig gespielt bis heute Mitternacht. Hallo, wir haben, dass ich mir das nicht merken kann. Was haben wir denn heute? Gestern war Donnerstag, Freitag. Freitag, heute gibt es Reste von gestern. Wir haben jede Menge Reste. Das heißt, heute vernichten wir als erstes mal den Kartoffelsalat von gestern. Zusammen mit ein paar Spiegeleiern. Wieder super schnell. Das heißt, wir haben dadurch noch viel Zeit für einen gemütlichen Abend, Filmeabend. Hallöchen, wir haben Samstag. Wir haben Samstag, genau. Und heute gibt es wieder mal ein Restevernichtungsessen. Und zwar habe ich noch von der Gemüsepfanne übrig. Da das aber ein bisschen knapp ist, wahrscheinlich für 4 Personen, wird das Ganze variiert, angereichert, erweitert, gestreckt, wie auch immer, mit Bratkartoffeln. Und zwar schön die leckeren, nicht so latschig oder sowas, sondern schön knusprig mit Zwiebeln, auch die Kartoffeln knusprig und schön gewürzt. Richtig lecker. Also ich könnte quasi fast nur Bratkartoffeln essen, brauche ich gar nichts dazu. Aber natürlich gibt es das beste Gemüse dazu. Ja, das war's. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das eine oder andere gefunden. Wenn es euch gefallen hat, seid gespannt auf nächste Woche. Da lasse ich mir was Neues mal wieder einfallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt durch den Daumen hoch und vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss!